Ja, bei der vierten Aufgabe ging es um Verzinsung bei unterschiedlichen Zinsterminen. Und nochmal zur Erinnerung, wie war das? Sie haben ein Anfangskapital K, Sie bekommen jährliche Zinsen P und die werden gut geschrieben zu unterschiedlich vielen Zinsterminen. Und die Frage war, was bleibt nach 10 Jahren über? Zunächst mal bei jährlicher Verzinsung, da werden Ihnen die Zinsen einmal im Jahr gut geschrieben. Das heißt, auch nach einem Jahr haben Sie K plus K mal P, also K mal 1 plus P, oder nach 10 Jahren halt K mal 1 plus P hoch 10. Bei monatlichen Zinsen bekommen Sie Ihre Zinsen monatlich gut geschrieben. Das ist also jeden Monat P Zwölftel Zinsen. Das heißt, nach einem Monat haben Sie K mal 1 plus P durch 12 oder nach 10 mal 12 Monaten halt K mal 1 plus P durch 12 hoch 10 mal 12. Eine Möglichkeit ist auch noch eine tägliche Verzinsung. Da bekommen Sie Ihre Zinsen täglich gut geschrieben und in diesem Fall haben Sie nach einem Tag also K mal 1 plus P durch 360. Ich glaube, 360 Tage, mit denen rechnet man vereinfacht im Bankenwesen für die Anzahl der Tage im Jahr. Und das Ganze hoch 10 mal 360. Und ja, das sind die drei unterschiedlichen Zinstermine, die tatsächlich jetzt erstmal gebräuchlich sind für endlich viele Zinstermine. Okay, wogegen würde das Ganze konvergieren? Naja, also es ist offensichtlich von der Form, wenn ich n Zinstermine habe, k mal 1 plus p durch n hoch n mal 360 und Entschuldigung, hoch 10 mal n. Und genau das habe ich hier vorne stehen. Naja, in der Analysis 1 haben Sie die Formel kennengelernt. 1 plus p durch n hoch n konvergiert gegen e hoch p. Das heißt also, das hier konvergiert tatsächlich gegen e hoch 10 mal p. Das heißt also, diese Frage nach der kontinuierlichen Verzinsung, also was ist, wenn man unendlich viele Zinstermine hat, da ist sofort klar, das Ergebnis muss sein e hoch 10 mal p. Wir wollen das ganz kurz hier noch motivieren über eine gewöhnliche Differentialgleichung. Nämlich angenommen, ich habe einen Bruchteil eines Jahres dt und ich möchte wissen, wie entwickelt sich das Kapital zum Zeitpunkt t, vom Zeitpunkt t zum Zeitpunkt t plus dt. Dann kann ich das approximieren als das Kapital zum Zeitpunkt t plus die Zinsen, die ich in dem Zeitpunkt bekommen, zu dem Zeitpunkt bekommen habe, also Kapital zum Zeitpunkt t mal dt mal p. Genau, ja, also für dt gleich 1 Zwölftel würde das genau das hier oben sein. Okay, wir fragen uns, was passiert für dt gegen 0. Wir machen den üblichen Ansatz, bringen das k von t auf die andere Seite, teilen durch dt und sehen, es kommt k von t plus dt minus k von t durch dt ist p mal k von t. Für dt gegen 0 geht das hier vorne gegen k' von t. Das heißt, wir haben die Differentialgleichung, das Anfangswertproblem, k' von t gleich p mal k von t und k von 0 ist 1000. Und tatsächlich sehen Sie sofort, die Lösung dieser Gleichung ist e hoch p mal t, natürlich nicht e hoch p mal t, sondern e hoch p mal t mal k0 oder mal 1000 in dem Fall einfach, also das Startkapital. Und das können Sie auch wunderbar jetzt ausrechnen, vergleichen. Und wir finden im Online-Programmiersystem das Ganze mal hingeschrieben. Und insbesondere sieht man da, na, bei täglicher Verzinsung ist das Ergebnis von kontinuierlicher Verzinsung eigentlich kaum noch zu unterscheiden.